Ein Glaubenssatz, der mich damals sehr eingeengt hat, war der Glaubenssatz, ich bin ja nur der Sohn von Kohl. Heute bin ich auch der Sohn von Kohl. Also meine persönliche Krise war ja, wenn Sie so wollen, ein kompletter Absturz durch vor allen Dingen fremde Umstände. Insbesondere die Parteispendenaffäre, die mein altes Leben beruflich, gesellschaftlich, auch wirtschaftlich zerstört hat. Und da zitiere ich jetzt die Tochter von Wolfgang Schäuble, die gesagt hat, lieber nochmal Rollstuhl wie nochmal Parteispendenaffäre. Das ist eine Aussage. Gleichzeitig ist ja meine Mutter durch Selbstmord in meinem Kinderzimmer, in meinem Jugendbett verschieden und meine erste Ehe ist gescheitert. Das heißt, ich bin komplett in einer inneren Stunde Null gewesen, mit allen psychosomatischen Themen. Ich war selber suizidär, also schwierige Zeiten. Dass das heute, 15 Jahre später, komplett anders ist, hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich habe verschiedene Dinge gelernt, die sehr grundsätzlicher Art sind. Und das Erste, da schämt man sich fast, das zu sagen, das ist, akzeptiere die Realität, wie sie ist. Bekämpfe sie nicht. Ich habe lange die Augen zugemacht und habe mir gesagt, die Welt muss so sein oder die Menschen müssen so sein oder mein Umfeld muss so sein, wie ich es mir wünsche, denke, träume, hoffe, wie auch immer. Und dann kam Empörung, wenn es nicht so ist und dann diese eigentlich naiven Sätze, das kann ich mir gar nicht vorstellen oder das kann ja gar nicht wahr sein. Und ich habe heute gelernt, es ist wahr. Und die Frage ist nicht, ob es wahr ist, die Frage ist, wie lange brauchst du, um es als wahr, als Realität anzuerkennen. Wenn Sie jetzt mal als Mann morgens am Rasieren vorm Spiegel stehen und dann gucken Sie da rein und dann sehen Sie einen mit, in meinem Fall, zu wenig Haare, zu viel Bauch. Ne? Wie gehen Sie mit diesen Menschen um? Bist du in Freundschaft mit dir selbst? Das meine ich nicht narzisstische Liebe. Ich meine eine gesunde, auch mal humorvolle, distanzierte, gelassene Freundschaft. Menschen werden in Rollen gedrängt und haben auch gewisse Bilder, Images zu bedienen. Und das kann ganz schnell zur zweiten und dann vielleicht sogar zur ersten Natur werden. Und das sage ich sehr selbstkritisch, weil ich selber lange eine Rolle gespielt habe. Und zwar nicht die Rolle des Walters, sondern die Rolle desjenigen oder der Person, die man von mir erwartet hat. Und das führt dann dazu, dass man außen blüht, aber innen immer hohler wird. Das ist wie so ein Baum, der innen ausgehöhlt ist, aber außen gesund aussieht. Und wenn dann ein Sturm, sprich die Krise kommt, fällt der Baum. Und alle sagen, ja, wie kann denn das sein? Der Baum war doch ganz toll, der sah doch richtig gut aus. Aber er war eben innen ausgehöhlt. Und was ist Burnout? Burnout ist Sinnleere, ist ein inneres Aushöhlen, ein Leben aus der physischen, aus der psychischen Reserve und irgendwann eben dieser Punkt, wo es nicht mehr geht, wo es knickt. Ein Glaubenssatz, der mich damals sehr eingeengt hat, war der Glaubenssatz, ich bin ja nur der Sohn von Kohl, heute bin ich auch der Sohn von Kohl. Ein ganz großer Unterschied, weil damals wurde ich von vielen Menschen und ich habe mich auch reduzieren lassen auf eine Rolle. Und heute ist es ein Element meiner Biografie. Und das Ergebnis war, dass ich mich damals versteckt habe vor Menschen und heute sitze ich freiwillig bei Ihnen vor der Kamera und spreche auch noch darüber. Und ich hoffe, Sie merken, das hat auch einen Sinn für mich, weil ich glaube, da ist auch eine gewisse Botschaft drin.